Hallo, willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich würde Strategiespiele spielen und ich denke, ich würde mal mit Call of War anfangen. Was muss man über Call of War wissen? Call of War ist ein Echtzeit-Strategiespiel von dem Zweiten Weltkrieg und ich suche mir mal ein Spiel raus. Also ich denke, das hier wird gut sein. Also wenn ich jetzt ein Spiel beitrete, würde ich zufällig zu einem Land seinen Führer oder ich kann es herauswählen. Was nehme ich dann? Keine Ahnung. Ich könnte in Amerika anfangen, in Russland, in Polen. Das wäre auch meine Idee. Spanien. Nee. Das ist schon besetzt. Ich nehme da mal. Gute Frage, was ich mache. Ich nehme da mal Jugoslawien. Das habe ich noch nicht gespielt. Oder. Okay, ich nehme einfach Jugoslawien. Also, so fangen wir an. Also, was ich erstmal mache, ist Baracken bauen, dass ich Truppen rekrutieren kann. In Forschung die Infanterie erforschen, wäre das dann gedacht. Und danach denke ich jetzt noch, was ich machen soll. Ich denke, zuerst werde ich mit ja, wie ich gedacht habe, ich nehme erstmal Rumänien vor. Ja, also mein Ziel ist es also jetzt Rumänien zu erobern. Wow. Hab ja irgendwie auch nicht so viel Hoffnung dabei. Ich mache jetzt zwei größere Truppen. So. Da. So. Das sollte jetzt reichen. Sieh da. Also mein erstes Ziel ist es, Rumänien anzugreifen. Ich denke, in ein paar Tagen müsste es gelingen. Okay, es ist bald soweit. Nur 20 Sekunden, dann kann ich die neuen Truppen rekrutieren. Also mein Ziel ist es, immer schnelle Panzer zu decken hier. Das heißt, Forschung starten. Ah, 30 Minuten ist nicht so viel zuerst. Also was müssen wir noch wissen? Hier haben wir Nahrung, Waren, Arbeitskraft, Metall, Öl, seltenes Material und Geld. Und da ist Gold. Das ist die Premium-Währung, was man für Echtgeld kaufen kann. Ja, ich denke, jetzt sind sie fertig. Und jetzt kann ich schon keine, nicht so viel Infanterie, sondern nur, ich denke, ich warte noch ein bisschen. Hier hat die Forschung schon beendet und danach, was man danach machen soll, Panzerwagen und Artillerie. Das ist immer wichtig. Das ist gut gegen Spieler. Danach dreimal Infanteristen ausbilden. Ich habe noch nicht gerade viel Manpower, also Arbeitskraft. Da ist vier Stücke, brauchen vier Einheiten ausbilden kann. Und wenn ich damit fertig bin, fange ich an. Natürlich. Na, hoppala. Na komm schon. So und Marinebasis müssen wir noch raus. Dass hier U-Boote nicht spammen kann, sondern einfach nur, dass hier meine Küste besser verteidigen kann. Was ich immer gerne mache, ist hierhin einen
soll ich sagen? Den schicke ich natürlich hier hoch. In 12 Stunden ist er da. Also ziemlich viel. Also, so, hier baue ich jetzt einen Bunker, dass ich mich gegen hier, gegen Dayan verteidigen kann. Wir haben auch eine Zeitung. Da kann man gucken, was hier alles auf der Welt passiert. Da kann man sehen, dass ich, Gung Eron, ist mein Gamer-Name eigentlich, Gung Eron. Das heißt König Aron auf Deutsch. Und ich bin dann nur der König von Jugoslawien. Wer hätte das denn gedacht? Danach ist Amerika, Kaukasus, England, Deutschland, Ägypten, Türkei, auch schon beigetreten. Das wird interessant. Ich guck mal, wie viele aktive Spieler jetzt noch hier sind. Also, wir haben Großbritannien, Deutschland, Jugoslawien, das bin ich, Türkei, nördliche Staaten von Amerika, Ägypten und die Kaukasien. Wird interessant, glaube ich. Ja, ich guck mal, auf was für einen Level sie sind. Hier haben wir... Oh, da ist er zu Deutsch. Ah, ich bin besser. Das war der Kaukase. Nee, das war nicht der Kaukase. War ich denn hier für Quatsch? Na gut. Ich weiß noch, wie ich das... Ich weiß noch nicht, was ich so mache. Mein erstes Ziel ist, Rumänien zu erobern. Danach mich irgendwie zu verteidigen und mich aufzubauen. Was der Deutsche machen würde, er würde, glaube ich, diese kleinen Gebiete erobern. Was eben Deutschland immer so macht. Ich denke, das wäre es zum ersten Mal. Ich mache jeden zweiten Tag jetzt ein Video, was so geschah. Und ich denke, ich mache noch ein Let's Play über ich weiß noch nicht was. Ich guck mal erstmal, was noch so im Regal habe. Also, tschüssi.